Soll ich euch einen Stuhl holen, damit ihr mir nicht länger... Es ist vollbracht. Die Essenz des Wolfsherzens hat jede Spur des verfluchten Blutes in den Jägern vernichtet. Es ist traurig, dass Zephrian sterben musste. Ich habe es gespürt, als er von uns ging. Ich glaube, er war bereit zu gehen. Es wird schwierig werden, in Zethrians Fußstapfen zu treten. Er war jahrhundertelang unser Hüter und wir werden ihn schmerzlich vermissen. Aber jetzt bin ich die Hüterin. Also lasst es mich offiziell aussprechen. Hiermit schwöre ich, dass wir uns an die Bedingungen des alten Vertrages halten werden, den unser Volk mit den Grauen Wächtern geschlossen hat. Ruft und wir werden kommen. Schnell und ohne zu zögern werden wir zu euch eilen und über eure Feinde herfallen. Das schwöre ich. Es ist lange her, seit die Dalish zuletzt in den Krieg gezogen sind. Aber ich bin sicher, dass wir euch eine große Hilfe sein können. Aber selbstverständlich... Elster, was ist das? Ein Strumpf. Ein schmutziger Strumpf. Wie kommt er in mein Bettzeug? Vielleicht mag er euch. Strümpfe sind ziemlich gerissen. Mir gehört er jedenfalls nicht. Euer Name ist eingestickt. Oh, das gehörte zur Templerausbildung, damals in der Kirche. Die Männer haben immer ihre Strümpfe verwechselt. Nun, tut mir leid. Ich befreie euch umgehend davon. Einer meiner Strümpfe ist ohnehin etwas feucht. Da tut ein Wechsel Not. Ihr wollt ihn anziehen? Er ist schmutzig. Und trocken. Wir sind auf dieser Reise nicht gerade mit Luxus verwöhnt. Ihr habt schreckliche Unarten angenommen. Soll ich euch einen Stuhl holen, damit ihr mir nicht länger im Nacken... Ich habe Mutters Zauberbuch studiert. Wollt ihr wissen, was ich gefunden habe? Wie ihr wünscht, aber wartet nicht zu lange. Ich muss mit euch reden. Es ist nicht, was ich erwartet hatte. Ich hatte auf eine Sammlung ihrer Zauber gehofft, ein Abbild ihrer Macht. Aber so ist es nicht. Beunruhigt? Ja, vielleicht ist das richtige Wort. Vor allem eines in ihren Aufzeichnungen beunruhigt mich wirklich. Hier erläutert Flemeth in allen Einzelheiten, wie sie es geschafft hat, die Jahrhunderte zu überdauern. Wenn es doch nur so wäre. Flemeth hat in ihrem langen Leben viele Töchter aufgezogen. Auch in den Legenden der Chasind ist von zahlreichen Hexen der Wildnis die Rede. Ich habe nie eine davon gesehen und habe mich immer gefragt, warum nicht. Jetzt weiß ich es. Wenn ihr Körper alt und schrumpelig wird, zieht sie eine Tochter auf. Und wenn die Zeit reif ist, übernimmt sie den Körper dieser Tochter. Das weiß ich nicht. Vielleicht ist es so, wie sie sagte. Die dunkle Brut bedroht sie ebenso wie alle anderen. Oder sie glaubt, die Reise würde mich mächtiger machen. In dem Buch steht, wenn der Wirtskörper bereits mächtig und in Magie ausgebildet ist, kann Flemeth ihn viel schneller übernehmen. Es gibt darauf nur eine mögliche Antwort. Flemeth muss sterben. Ich warte nicht wie ein leerer Sack darauf, gefüllt zu werden. Flemeth muss erschlagen werden und dazu brauche ich eure Hilfe. Dann müsst ihr zu Flemeth Hütte in die Corkery-Wildnis zurückgehen. Ohne mich. Wenn ich bei ihrem Tod zugegen bin, könnte es sein, dass sie meinen Körper umgehend in Besitz nehmen kann. Daher muss ich im Lager bleiben. Stellt sie und erschlagt sie rasch. Ich bezweifle zwar, dass sie dann wirklich tot ist, aber es wird Jahre dauern, bis sie einen neuen Wirtskörper findet und ihre Macht wiedererlangt.
wenn überhaupt. Ich brauche ihr echtes Zauberbuch. Damit kann ich mich in Zukunft vor ihr schützen. Alles andere in der Hütte gehört euch. Seid bedankt. Je früher das erledigt wird, desto früher kann ich wieder ruhig schlafen. Ich schulde euch wohl eine Erklärung dafür, was da passiert ist. Ihr solltet wissen, dass mir etwas im Turm widerfahren ist, bevor ihr kamt. Erinnert ihr euch an meine Schülerin Petra? Sie traf im Turm auf einen Dämon, der sie getötet hätte, wenn ich nicht eingegriffen hätte. Ich habe ihr an dem Tag das Leben gerettet. Aber ich habe den Kampf gegen den Dämon nicht überlebt. Lasst es mich genau erklären. Ich bin gegen einen sehr mächtigen Dämon angetreten, um Petra zu retten. Er hat mir sämtliche Energie und jeglichen Willen entzogen und mich so leergesaugt liegen lassen. Ihn zu besiegen kostete mich alle Reserven. Und danach hatte ich nicht einmal mehr die Kraft, mein Herz am Schlagen zu halten. Ich weiß noch, wie ich mein Leben langsam aushauchte. Alles entfernte sich. Geräusche, Licht. Bis ich von undurchdringlicher Dunkelheit umschlossen war. Und dann spürte ich eine Präsenz, die mich hielt und umfing und ruhig auf mich einflüsterte. Ich kann dieses Gefühl nicht beschreiben. Ich wurde gehalten, fest und doch sanft. Wie eine Mutter, die verhindern möchte, dass ihr Kind ihr entgleitet. Dann fühlte ich wieder Leben und Wärme durch meine Adern fließen. Ich hörte Geräusche und spürte meine Hüfte auf dem kalten Steinboden im Turm. Im Nichts gibt es wohlmeinende und bösartige Geister. Die wohlmeinenden Geister zeigen sich selten, weil sie nichts von den Sterblichen wollen, anders als die Dämonen. Einer dieser Geister hat mich gerettet. Ohne ihn wäre ich gestorben. Und er hat mich nicht verlassen. Er ist bei mir. Auch jetzt. Wir sind verbunden. Eigentlich müsste ich tot sein. Es ist der Geist, der mich in dieser Welt hält. Und das ist gegen die Natur. Der Geist hat das vielleicht selbst nicht erwartet, aber er wird langsam schwächer. Meine Zeit hier ist nur geborgt. Ja, das werden wir. Ich erwarte euren Befehl. Ihr habt gerufen? Schon wieder? Ich bin bereit. Ohne Abendessen? Blumen? Geschenke mit tödlichem Gift? Ihr verwöhnt mich.